Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raum für Notizen. Mein Name ist John Ludwig und das ist meine erste Sendung, die ich hier heute moderiere. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute eingeschaltet haben. Zum Thema haben wir heute den Kulturdachgarten Klunkerkranich in Berlin-Neukölln und den Dokumentarfilm Du musst dein Ändern leben. Ja? Und es geht quasi um Visionen, Nachhaltigkeit, Kollektivismus, um alternative Lebensformen. Und meine Gäste sind einmal der Filmemacher und Kameramann Benjamin Riem. Ja, er hat den Film mitgebracht, den Dokumentarfilm Du musst dein Ändern leben. Das ist seine Abschlussarbeit an der Beuth-Hochschule in Berlin. Und nebenbei ist er als Musiker tätig und spielt als Solist. Wie heißt deine Band gleich noch als Solist? Als Solist habe ich keine Band, da bin ich ja alleine und da heiße ich Invisible Pictures. Invisible Pictures. Genau, und die Filmmusik, also mit Hang und Cello, ja, gemacht ist, das heißt Nos au Valais, wobei jetzt auch nicht alles von uns kommt, sondern auch teilweise die Musik von Bruno Biri aus der Schweiz und also was das Hang betrifft, es gibt noch elektronische Musik. Und okay, sehr schön. Ja, und mein zweiter Gast, das ist der Robin Schellenberg. Er ist Mitbetreiber vom Kulturdachgarten Klunkerkranich und er wird uns heute was erzählen zu Urbanität, zu alternativen Lebensformen in dieser Stadt. Und ich würde euch gerne was zu trinken anbieten. Super. Ich nehme eine Spezi. Eine Spezi, ja. Ich hätte sonst noch Wasser, ein Bierchen oder ein matehaltiges Erfrischungsgetränk. Ich nehme das Letzte. Ich bleibe bei Spezi. Ja, sehr gerne. So, und sag mal, wie hat sich das eigentlich so mit der Musik ereignet? Welche Bedeutung spielt die denn im Film? Du hast mir erzählt, dass deine Musik quasi Bestandteil sein wird des Films. Ja? Ja, genau. Es ist so, dass ich das eben einfach... Also ich mache einfach Musik und die Hang-Musik war für mich schon immer filmisch und immer irgendwie auch als Filmmusik gedacht. Und dann finde ich es halt eben, lag das sehr nahe, das jetzt in meinem Dokumentarfilm auch zu benutzen. Und das passt halt auch, weil ich öfter auch mal auf dem Klunkerkranich spiele und so. Ja, Ben hat auf jeden Fall ziemlich regelmäßig im letzten Jahr auch so Gartenkonzerte bei uns gegeben. Das sind so kleine, intime Konzerte, wo es tatsächlich möglich war, das Instrument ist relativ leise, so wenn man es nicht verstärkt. Und es schafft eine sehr, sehr intime Stimmung. Und er hat es tatsächlich dann geschafft, zum Teil mit 100, 150 Leuten im Garten nachts um 11, bei teilweise klirrender Kälte dann auch noch, irgendwie ganz, ganz still zu sitzen. Die Leute haben irgendwie auch ganz leise nur applaudieren können. Und so kam es irgendwie war das relativ schnell klar, dass das irgendwie auch so der Sound von diesem intimen Teil des Kranichs ist. Und so, also ich habe es jetzt gerade selbst gemerkt, also wenn ich das Hang höre, denke ich sofort an den Film. Ja, Wahnsinn. Das war wirklich sehr schöner sphärischer Klang, ne? Eine wenig Melancholie, der auch immer mitschwingt. Was bedeutet eigentlich Nos au Valais? Nos au Valais. Nos au Valais bedeutet so viel wie der Moment des Abhebens, also auf Französisch. Also wenn meine Mitmusikerin mich da richtig informiert hat. Also sie ist Französin und sie hat gesagt, das ist so der Moment, in dem ein Festkörper quasi abhebt. Und für mich hat das Hang und auch das Cello, beides so Instrumente, die so eine gewisse Leichtigkeit haben. Und deswegen habe ich diesen Namen gewählt. Okay, wo wir gerade dabei sind, mich würde mal interessieren, wie man sich jetzt, wenn man noch nicht auf dem Kulturdachgarten Klunkerkranich gewesen ist, wie man sich das Ganze so vorstellen muss. Ist das jetzt irgendwie quasi, dass da Theater, Lesungen, Musik zwischen Blumen und Beeten stattfinden? Oder wie hat man sich das so ein bisschen vorzustellen? Ja, Kurzfassung ist das in etwa so. Also man kann sich das grundlegend so vorstellen, ein freiliegendes Parkdeck bedeutet erstmal grundlegend, dass das oberste Geschoss von einem Parkhaus. Also man hat quasi drumherum einen freien Blick.
In dem Fall ist man gerade so hoch, dass man gerade über die Traufhöhe Berlins gucken kann. Also es ist halt anders als diese typischen Rooftop-Bars, die es ja auch mittlerweile weltweit relativ häufig gibt, unter anderem aber auch in Mitte, wo man so eine enorme Höhe hat, wo man so ganz deplatziert darüber steht, sondern man steht eigentlich mitten in diesem Häusermeer. Das ist erstmal so der Ausblick, der ist dadurch wunderschön. Man hat einen der schönsten Sonnenuntergänge in Berlins dort, kann wunderbar entspannen und hat so eine, wenn man das Rauschen, wir nennen es mittlerweile das Rauschen der Autos, ist im Sommer sehr schnell, wird das zu so einem leicht meerähnlichen Rauschen, was man im Hintergrund hat. Dadurch ist man eigentlich, wenn man durch dieses Center geht und oben rauskommt, sehr, sehr schnell in was Warmem, aber auch was sehr Draußigem. Also man fühlt sich wirklich, als wäre man irgendwo draußen. So, das ist halt so das Schöne. Und wir haben mit sehr, sehr vielen tausenden Quadratmetern Holz mittlerweile da versucht, irgendwie eine warme Stimmung auf das Asphaltdeck zu bringen. Mhm. Als wir angefangen haben, war es halt wirklich komplett frei. So, die erste Begehung war dann auch im Winter, da lag dann auch ordentlich Schnee. Und mittlerweile ist es so, dass da eine sehr, sehr bunte Familie an Leuten tätig ist. Das wurde natürlich dieses Jahr immer größer, natürlich nochmal. Das ist halt gewachsen. Das ganze Projekt ist jetzt 1,5 Jahre alt und es findet von DJ-Musik über Livebands, Theaterprojekte, Filmscreenings, alles Mögliche statt. Also wir hatten jetzt erst kürzlich irgendwie die Vorstellung von einem internen Projekt von Freunden von uns aus unserem Kunst- und Kulturverein im Zuhause e.V. Die hatten eine binaurale Musikproduktion gemacht, die haben sie dann da vorgestellt und hatten auch eine Listening-Session. Wir haben jetzt am Sonntag zum Beispiel auch den sogenannten Garten-Corner, da geht es um Wissensvermittlung, basierend aus dem Garten heraus. Ja. Ist jemand, der zum Beispiel vorstellt, wie so ein Laien- oder eine Leihbar in Berlin funktionieren kann, wo sich Nachbarn gegenseitig was leihen, ohne alles kaufen zu müssen. Okay, ja, sehr schön. Wir müssen jetzt noch einmal quasi auf eure Notizen zu sprechen kommen. Und zwar heißt die Sendung ja nicht ohne Grund Raum für Notizen. Ich hoffe, ihr habt jeder eine Notiz mitgebracht. Die müssen wir jetzt drüben an der Dartscheibe einmal anwerfen. Anwerfen? Ja. Okay. Nach dir. Danke. Ah ja, okay. Dann wartet mal kurz. So, die habe ich doch glatt vergessen, eben mitzubringen. Für jeden einen Dartpfeil. Und jetzt stecke ich so durch und dann. Nee, ich glaube, es ist besser, wenn du wirfst, weil sonst fliegt der Dartpfeil wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Genau, dass du jetzt erstmal einmal von hier so etwa wirfst. Und dann. Ich muss nur die Scheibe treffen. Genau, das wäre gut, wenn du die triffst, ne? Ja, sehr schön. Dann stecken wir die gleich mal an. Was steht hier drauf? Da steht drauf, also das ist ein Zitat aus dem Film. Ja. Gesagt hat das Alexei, einer der 5 Hauptprotagonisten und auch wohnhaft mit Josh zusammen. Genau. Es ist halt wie in Sippen früher, eher so wie in Großfamilien. Okay. Und das ist eben ein zentrales Thema auch des Films, was ich einfach so herausarbeiten wollte. Es geht einfach ganz viel auch um so einen Zusammenhalt an Leuten und Zusammenarbeiten und Zusammenleben. Und genau. Ja, sehr schön. So. Ups. Jawohl, so, dann Robin, bist du jetzt dran? Jawohl. Was hast du denn mitgebracht für eine Notiz? Auch ein Zitat aus dem Film. Das da heißt, bei uns gibt es eigentlich wenig ich, sondern viel mehr wir. Und das hat bei uns mit diesem ganzen Wahlfamilien-Ding zu tun. Ja, inwiefern? Ja, es ist eigentlich, lustigerweise ist es ein ähnliches Zitat, wie jetzt auch Ben mitgebracht hat von Alexei. Das ist, eine sehr intim und eng zusammenarbeitende Gruppe, die weit mehr als Freundschaft ist. Ja. Wirkt ihr mal ein Stück näher kommen noch? Ja. Ja, also es ist auch in deinem Fall so, dass es dir eben um diesen Kollektivismus untereinander, diese Gemeinschaft, vielleicht auch eine eigene Familie zu haben, quasi mit Freunden, mit denen man sich richtig gut versteht und mit denen man dann was zusammen auch aufgebaut hat. Ja, so wie eine Familie. Ja. Man freut sich übereinander, man hasst sich zum Teil auch ganz schön. Ja. Ja. Man streitet sich auch. Das gehört dazu. Aber wahrscheinlich, es gehört halt einfach dazu. Am Ende geht es um ein bedingungsloses Ja. Das ist sehr wichtig. So, dann können wir uns auch gerne wieder hinsetzen. Und ja, Benjamin, wie hast du denn immer so die Stimmung empfunden, würde mich mal interessieren, wenn du jetzt dort selber gespielt hast, das haben wir ja schon gehört, ne, dass du schon ein paar Konzerte dort gegeben hast. Wie hast du denn die Stimmung so auf dem Klunkerkranich immer so wahrgenommen? Unterschiedlich. Also
bin ja zum ersten Mal auf dem Parkdeck gewesen, als eigentlich noch gar nichts gebaut war. Also es gibt den Zuhause e.V., das war und ist ein Kunst- und Kulturverein, der zum Teil aus den gleichen Leuten entstanden ist, ne, die jetzt eben dann auch den Klunkerkranich erschaffen haben und auch zum Teil das Fuchs und Elster. Das ist schon alles eine Sippe. Alles eine Sippe. Und ich habe eben, also heute ist das Zuhause e.V. hat eben auch Räume unter der alten Kindl-Brauerei und da habe ich einen Proberaum. Und darüber habe ich irgendwann erfahren, dass jetzt auf dem Parkdeck gebaut wird. Und ja, genau. Also das heißt, ich bin dann hin mit meiner Kamera oder erstmal ohne Kamera und habe mit Robin gesprochen und habe ihm halt erzählt, dass ich das gerne porträtieren will. So. Und die Stimmung am Anfang, die mich halt interessiert hat, war eben dieses 30 Leute werkeln da irgendwie rum und ich habe gleich gemerkt, hier entsteht was Besonderes. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, diesen Film machen zu wollen. Und jetzt ist es ja so, jetzt läuft der Klunkerkranich seit über 2 Jahren. Ja. Es gibt verschiedenste Stimmungen. Also was ganz Tolles ist eben, ist dieser weite Blick auch und dass man einfach ganz viel auch das Wetter mitkriegt und diesen Horizont hat und wunderschöne Himmelsbilder beobachten kann, genau. Und dann kommt es natürlich darauf an, was gerade so ist. Also ob jetzt irgendwie ein DJ spielt oder Performances sind oder man in der Jurte ist, die es ja auch noch gibt, wo es dann Chai-Tee gibt und man irgendwie auf Teppichen rumrollen kann. Also ganz unterschiedliche Stimmungen. Ja, du hast auch gerade angesprochen, das Thema eben des Prozesses, des Entstehens von dem Klunkerkranich. Und das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt, oder das hast du quasi begleitet, ja, ne, das Entstehen des Klunkerkranichs auf den Parkhausdeck. Und wir wollen gerne mal einen kurzen Blick in deinen Film werfen. Und du hast uns einen Trailer mitgebracht, ne? Ja, sehr schön. Benjamin, wir haben jetzt gerade deinen Trailer gesehen und was möchtest du eigentlich mit deinem Film zeigen? Was ist denn so deine Kernmotivation für den Film gewesen und erhofft ihr euch vielleicht auch davon, Robin, von dem Film? Also, was ich damit zeigen wollte, ist eigentlich so, ich wollte eigentlich meine Begeisterung mitteilen. So, und ich habe das, wie gesagt, gesehen und ich war auch immer schon irgendwie, also dieser andere Ort, Zuhause e.V., war auch immer schon eine wichtige Adresse für mich. Und was jetzt da auf dem Parkdeck entstanden ist, das hat mich einfach mitgerissen. So. Und mich hat es einfach beeindruckt, dass viele Leute irgendwie zusammenkommen und wirklich auch zusammen was auf die Beine stellen. So, es gibt so viele Leute, die immer halt nur reden und das ist halt einfach mal ein Beispiel, wo jenseits des Redens halt auch was passiert und ein guter Ort entsteht, an dem sich wieder andere Menschen treffen können. Das finde ich gut. Ja, und mich würde mal auch interessieren, Robin, du könntest ja auch noch sagen, was erhofft ihr euch so von dem Film?
Habt ihr da irgendwelche Erwartungen mit dran geknüpft? Oder? Naja, also erstmal ist es halt, also Ben kam halt irgendwann eines Tages aufs Parkdeck, während wir, glaube ich, da im Regen irgendwie gebaut haben. Mhm. Und das halt am Anfang noch wirklich nicht erkenntlich war, was da eigentlich gebaut wird. Deswegen war ich auch relativ begeistert, dass er das so toll fand. Aber konnte mir das irgendwie schon relativ herleiten, wohin das führen soll. Und dass er das halt auch als Filmemacher sich bildlich irgendwie vorstellen kann. Ich habe ihm das dann irgendwie vorgestellt. Ich glaube, das Ganze sollte irgendwie als Mini-Feature sollte das eigentlich anfangen. Dann wurde es irgendwie reportagenmäßig, dann wurde es doch ein bisschen mehr dokumäßig in länger. Und auf einmal war dann irgendwann relativ schnell klar, dass das irgendwie ein abendfüllender Dokumentationsfilm werden soll. Worüber war dann auch noch nicht so richtig klar. Und es stellte sich halt immer mehr heraus, dass es halt irgendwie um das soziale Gefüge geht, um das Sachen in die Hand nehmen und Sachen verwandeln. Und ja, von dem Film jetzt, also Hoffnung für uns ist es natürlich schön irgendwie, dass man erstmal so ein Feedback kriegt, man tut da scheinbar irgendwie was Gutes. So, das tut einfach selbst sehr gut, weil man halt selbst auch in diesem ganzen Sumpf einfach sehr schnell versickert. So. Aber also wir haben jetzt kein konkretes Ziel vor Augen, so von wegen, wir wollen jetzt dadurch dann irgendwie mehr Leute auf den Kranich kriegen oder so, sondern eher, was so ein Wunsch ist, der da hinterhergekommen ist mit der Zeit, ist halt tatsächlich das, was auch Ben rausgearbeitet hat, Leuten zu zeigen, dass sie sich ruhig trauen sollen, Sachen in die Hand zu nehmen, auch wenn es halt wirklich im Film auch, glaube ich, rüberkommt, dass es echt üble Zeiten gibt, so, aber trotzdem man häufig, glaube ich, das Gefühl hat, wenn man so Projekte sieht, vor allem, weil das ist jetzt schon ein vieltes Projekt von uns, so dass das jetzt nicht das erste ist, dementsprechend kann man auch größere Sachen irgendwann machen, weil man dementsprechend aufgebaut ist, alles fängt klein an und man sollte sich ruhig trauen, einfach mal anzufangen. Ja. Also, weil viele Leute trauen sich das halt nicht. Vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz zu anschließen. Wie seid ihr überhaupt zu der Vision gekommen? Also ich stelle mir das vor, man kommt da auf so ein Parkdeck oben drauf, ja, und das ist einfach nur wie so eine Steinwüste. Und wie kommt man da auf die Idee, okay, lasst uns das mal begrünen, lasst uns hier was Kulturelles machen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen dann überhaupt? Ja, also die Uridee, ich bin irgendwann auf Dorian getroffen. Der hat mir im August 2012 davon erzählt, dass er da irgendwie so sich was ausgedacht hätte, irgendwas Gastronomisches auf einem Parkdeck zu machen und das auch schon ein paar Jahre her war und das machen wollte, das aber nie realisieren konnte. Aufgrund von diversesten Punkten war quasi nicht umsetzbar. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns gerade gegen ein ziemlich großes Projekt entschieden, wo die Investitionskosten, wo wir sowas Ähnliches eigentlich schon unter Tage machen wollten. Da sind die Investitionskosten aber explodiert, sodass wir da Abstand genommen haben, haben damit auch ein Projekt direkt vorher quasi versenkt. Also das hat ziemlich viel Geld auch gekostet, aber war eine sehr kluge Entscheidung. Und dann hatten wir halt gemerkt, dass wir eigentlich dementsprechend ein neues Projekt suchen. Dann haben wir uns halt hingesetzt und haben halt überlegt, okay, wie kann man so seine Idee irgendwie zu unserer anpassen? Und wir kamen dann sehr schnell auf unseren Wunsch, weil sich bei uns in der Gruppe im Fuchs und Elster und im Zuhause auch sehr sehr gärtnerische und grüne und Sonnenwünsche irgendwie aufgetan haben, weil wir ziemlich viel häufig in Kellern unterwegs waren und da irgendwelche Veranstaltungslokalitäten, Kulturräume, ein Theater, einen Kellerclub im Fuchs und Elster betrieben haben, dass wir einfach mal raus wollen. Mhm. Und da war uns sehr klar, dass irgendwie dieses ganze Urban Gardening hat uns zu der Zeit sehr fasziniert. Und die Sonne, so endlich mal irgendwie von ganz unten im Keller. Wir hatten unser Projekt vorher, was wir eingestampft haben, das wäre in einem vierten Untergeschoss gewesen. Also wirklich so hoch wie der Kranich jetzt ist, in etwa in die Tiefe. Das wäre dann in der Kindelbrauerei gewesen. Genau, es war eine Kindelbrauerei. Und dann haben wir uns halt entschieden, okay, dann machen wir das Projekt. So hat das dann immer mehr Form angenommen. Ich bin dann in die Projektplanung rein, habe die Bauanträge überarbeitet und geschaut, dass das halt so die Fassung kriegt, wie wir das für uns auch brauchen. Und dann ging das los. Ich bin da sehr schnell im Dezember dann in so einen Sog reingeraten, habe eigentlich mich die ganze Zeit nur noch über Architektenplänen wiedergefunden und Genehmigungssituationen durchgesprochen mit Brandschützern und was weiß ich nicht allem. Diese ganzen Beamtengänge durchgezogen, bis wir dann tatsächlich dann am 17. Mai 2013 unseren Kran da hatten und 20 Tonnen Holz, die dann hochgeschafft wurden. Wahnsinn, 20 Tonnen, ja. Das waren die ersten. 20 Tonnen. Wie viel habt ihr insgesamt verbaut? Ich weiß es gar nicht, wie viel es in Tonnen ist. Aber es ist irgendwie das Dreifache, glaube ich, geworden. Okay, ja. Das ist enorm viel Zeug, was da oben ist. Ja, und Benjamin, du hast jetzt quasi ein Jahr ungefähr, ne? Ziemlich genau die Gruppe begleitet, ne? Mit der Kamera. Eigentlich fast zwei Jahre jetzt. Zwei Jahre also sogar mit fast. Mit Nachdrehs und sowas. Also dadurch, dass ich am Anfang recht konzeptlos gearbeitet habe und noch gar nicht so wusste, wohin die Reise geht, aber nachher gemerkt habe, nee, ich will eigentlich einen Film auch über Menschen machen. Jetzt nicht nur über dieses Parkdeck, sondern ich will eigentlich die Geschichte erzählen von den Leuten, die das machen. Sind es dann eben doch fast zwei Jahre geworden. Und
Genau, der Film handelt eben auch nicht nur vom Klunkerkranich, sondern das ist eigentlich nur so die Grundierung. Ja, und wahrscheinlich sind solche Dreharbeiten ja auch sehr intensiv, ne? Und da geht man ja auch durch einige Höhen und Tiefen. Hat euch das denn in einer Art und Weise jetzt auch noch zusammengeschweißt irgendwie? Du sagst, du hast auch Proberäume im Zuhause e.V. Oder wie haben wir, was habt ihr da so erlebt? Was waren eure größten Herausforderungen dabei auch? Also, ich glaube, große Krisen hatten wir miteinander nicht. Du hast sie begleitet auf jeden Fall. Ich habe sie begleitet, das war meine Aufgabe, genau. Was für mich eben, oder was halt so die Anforderung irgendwie ist, wenn man einen Film macht, dass man es halt irgendwie schafft, dass man natürlich auch irgendwie eine Nähe zu den Leuten aufbaut, so, die man da begleitet. Aber das war in dem Fall nicht besonders schwer und das beruhte, also das, wir haben da glaube ich so eine gegenseitige Sympathie einfach relativ schnell voneinander entwickelt oder auch gespürt und dann... Ja, Ben war halt sehr schnell sehr präsent bei uns. Und das hat sich, ich glaube, am Anfang waren viele Leute von uns, gerade so in der Interviewsituation, wir machen das Ganze mit Dorle und mit Julian zusammen noch. Und gerade so die Kernfiguren und auch Alexei, der bei uns so den Garten so mitbegründet hat und jetzt auch mit Ella heutzutage auch führt, das war, glaube ich, am Anfang ein bisschen neu. Man ist dann irgendwie verkabelt. Ganz am Anfang waren wir nicht verkabelt und man hat immer eine Kamera. Man soll nicht reinschauen und man soll höchst natürlich sein. Musik muss ausgemacht werden, wenn man gerade am Arbeiten ist und so. Also alles so Sachen, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Aber dann war es irgendwann so, dass dann Ben irgendwie halt da war. Mhm. Und dann war es auch so, dass der dann auch zum Teil einfach live bei irgendwelchen Krisen dabei war. Also sei es irgendwie nochmal eine Brandschutzabnahme, die irgendwie kritisch war, oder sei es auch bei uns privat Veränderungen, die sich ergeben haben mit der Zeit, bis hin zu in Beziehungsebenen rein, so dass es wirklich halt auch echt emotionale Krisen gibt, die auch in dem Film halt auch angetitscht werden. Und also was ich zumindest so sagen kann, ist, Ben gehört mittlerweile einfach zur Family. Also als Ben das erstmal auftauchte, wusste ich irgendwie, okay, das ist einer aus den Proberäumen im Zuhause. Aber da auch die Proberaumzeit aus dem Zuhause e.V. schon so eine sehr späte Phase war, da war unser Theater schon zu, da hatten wir da auch schon keinen Gastverkehr mehr. Das war dann eigentlich eher so eine eingeschweißte Community. Kannten wir uns auch noch nicht so richtig gut, zumal ich auch meistens dann irgendwie in der Projektarbeit stecke. Und Ben ist mittlerweile so komplett drin. Ja. Eingemeindet. Eingemeindet, das ist ein schönes Stichwort. Ja, fühlt sich gut an. Wir wollen nämlich mal gucken, wie gut ihr tatsächlich so zusammen harmoniert, beziehungsweise haben wir ein kleines Spiel noch vorbereitet. Und zwar, das nennt sich Ping-Pong. Und ich werde euch abwechselnd Fragen stellen und ihr müsst möglichst schnell darauf antworten. Ja? Wer schneller ist. So mit Buzzer. Oder und vielleicht machen wir so einen ganz easy Einstieg erstmal, um zu schauen. Und zwar, Ben ist für dich... Der Kameramann. Und Robin ist für dich? Josh. Okay. Fangen wir jetzt mal an. Und was verbindest du mit Berlin? Freiheit, Freizügigkeit, manchmal zu viele Menschen. Okay, ja, das bringt die Großstadt mit sich. Genau, ja, verbinde ich ja. Damit. Und wenn du nicht im Klunkerkranich bist, dann? Bin ich im Büro. Im Büro, okay. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Uff, ich lese immer so viele gleichzeitig. Oder im Moment, oder eins, was mich sehr... Es geht um Tempo. Okay. Ja? Spontanität? Okay, Hardcore-Zen. Hardcore-Zen, okay. In welches Theater muss man unbedingt in Berlin gegangen sein? Ins Zuhause e.V. Theater. Zuhause e.V. was ist oder wer ist dein Lieblingsregisseur? Habe ich keinen. Hast du keinen, okay. Was ist deine krasseste Berlin-Erfahrung? Eine 6 Jahre andauernde Erfahrung, die ich gerade mit meiner ganzen Wahlfamilie lebe, ja. Okay, es ist die Family. Die Wahlfamilie, ja. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Bier. Du kriegst die echt tolleren Fragen. Was, die tolleren? Ich hätte sofort was. Also alkoholisch, nee, kann ich... Nee, ich hab keinen, nee. Mate? Nee. Auch nicht, okay. Freundschaft ist... Verbundenheit, Tiefe, Zugänglichkeit, sich verzeihen können. Okay, wenn ich mich langweile, dann? Lese ich. Was ist Gentrifizierung für dich?
Das, was häufig uns vorgeworfen wird. Okay. Wenn ich durch die Hasenheide gehe, dann kaufe ich da kein Gras. Okay. Wie wichtig ist Gemeinschaft für dich? Extrem wichtig. Okay, was ist deine Wunschutopie? Wahlfamilie. Die Wahlfamilie. Ja, finde ich gut. Gutes Konzept. Charmant. Ja, wenn du eine Sprache erfinden würdest, wie würde die klingen? Was bedeutet das? Was würde das bedeuten? So und nicht anders. So. Okay. Gut. Im Film habt ihr oder werden ja auch über Utopien gesprochen. Jetzt habe ich schon hier einen kleinen Frosch im Hals. Was bedeutet denn als Filmemacher und für dich als Betreiber eine Utopie? Weiß nicht, also für uns ist es, glaube ich, eher so die Idee, sich Räume zu schaffen, in denen man erstmal so selbstbestimmt tun und lassen kann, was man möchte. Natürlich in einem gewissen Rahmen, sodass man nicht zu sehr den anderen Leuten irgendwie auf den Schlips tritt. Mhm. Aber dass man erstmal eine gewisse Grundvoraussetzung für freie Entscheidung hat, die, glaube ich, heutzutage in der Welt der klassischen 9-to-5-Festanstellung nicht häufig gegeben ist. Mhm. Und das ist so das, was wir, glaube ich, auch realisieren konnten. Dass man zwar häufig natürlich auch gewisse Grundregeln irgendwie hat und auch Ansprüchen ausgesetzt ist, aber dass wir ganz häufig die Entscheidung treffen können, was wir wie tun. Ja, ich würde gerne noch eine schnelle Frage stellen, und zwar das Prinzip des Urban Gardenings, ja, spielt ja auch bei euch eine große Rolle. Und mich würde interessieren, welche Bedeutung hat jetzt der Faktor Nachhaltigkeit in Bezug auf die Gestaltung von Freiräumen? Wie meinst du das? Jetzt generell oder in Bezug auf uns? Genau, auf euch und auch vielleicht generell, wenn ihr da euch vergleicht jetzt mit dem Holzmarkt oder mit den Prinzessinnengärten und so, wie ihr das... Ja, ich glaube, also wir rutschen, glaube ich, häufig in das Bild mit den Prinzessinnengärten, aber da muss ich auch erstmal den Prinzessinnengärten sozusagen das große Lob aussprechen, dass die da eindeutig mehr nach vorne sind als wir. Also gerade unser Urban Gardening funktioniert ganz stark modellhaft und ist nicht, wie auch die Prinzessinnengärten es tatsächlich schaffen, aufgrund von Fläche und Belastbarkeit der Fläche. Mhm. Hat was mit Statik zu tun, auch auf Produktion ausgelegt, das sind wir nicht. Mhm. Das heißt, wir können ganz viele nachhaltige Ideen, die wir hatten, nicht realisieren momentan, beziehungsweise bisher noch nicht. Wie zum Beispiel Tees anzubieten in der Menge, das auch bei uns dann her so zu produzieren. Das ist ein sehr, sehr großer Wunsch, den wir für nächstes Jahr versuchen zu realisieren. Das haben wir bisher nicht geschafft. Trotz alledem ist bei uns Nachhaltigkeit und Verträglichkeit auch im sozialen Faktor so, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema und weit wichtiger, als es je zuvor war bei dem Projekt, weil der Kranich sozusagen auch ein bisschen dazu gezwungen wird, aufgrund von was er ist. Vielen Dank. Ich würde jetzt noch eine kurze Frage an dich stellen, und zwar, wann wird man denn den Film sehen können? Und wo? Vielleicht ganz kurz nach. Ja, ich würde, wie viel Zeit habe ich? Ich würde gerne was zu den Utopien sagen. Also ja. Eine Utopie ist es halt sowieso für mich, irgendwie einen Film machen zu können, mit ausreichend Zeit und ein bisschen Geld, dass man sich eben ein Thema widmen kann, so dass man dem angemessen gerecht werden kann. Das ist halt irgendwie heutzutage schlecht möglich, gerade so alles sehr durchformatiert und auch mit Film. Und Kulturförderung sieht ja bei uns auch nicht so super rosig aus, weswegen ich ein Crowdfunding gemacht habe. Und genau, was glücklicherweise, vielen Dank an alle hier an der Stelle auch nochmal, irgendwie funktioniert hat. Das ist so ein bisschen, was ich als utopisch bezeichnen würde. Und ja, wann wird man den Film sehen können? Das ist nämlich dann die nächste Frage, die sich daran anschließt. Also wie kann man einen Film auswerten? Ich reiche den Film jetzt gerade auf Festivals ein. Berlinale habe ich jetzt eingereicht, Max Ophüls, ist halt die Frage, ob er genommen wird, das wäre schön. Das wären dann so offizielle Geschichten, und ansonsten muss ich jetzt gucken, wie ich den irgendwie unter das Volk bringe. Also ja. Es wird auf jeden Fall mal das eine oder andere Screening auf dem Klunkerkranich geben. Und selbstverständlich. Das ist schon abgemacht, aber genau. Gut, ja, dann hoffe ich, dass ihr einen Vertrieb oder du einen Vertrieb finden wirst für den Film. Und ja, ich bedanke mich dann ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr die Sendung verpasst habt oder sie nochmal sehen wollt, dann könnt ihr das Ganze auf YouTube machen, auf unserem YouTube-Channel von Alex TV. Dankeschön.